Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es ein ganz kurzes Video und zwar eine kurze Runde Flohmarktfunde. Und zwar war ich heute auf einem bzw. auf zwei Flohmärkten und habe dort nicht gefilmt, aber ich habe ein paar richtig coole Sachen gefunden und dann dachte ich, mache ich mal spontan ein kleines Video und zeige euch, was ich gefunden habe. Und wundert euch nicht, hier steht mein anderes Mikrofon, weil mein Steckmikrofon kaputt gegangen ist. Und ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde damit verbracht, herauszufinden, was daran nicht stimmt. Und jetzt habe ich es in den Müll geworfen und jetzt muss ich erstmal dieses Mikrofon benutzen, bis ich mir ein neues gekauft habe. Deshalb, also das kann ich leider nicht hier wegzaubern. So, ich würde sagen, ich war heute Morgen um 6 Uhr auf einem Flohmarkt. Die Leute waren noch am Aufbauen und ich war wirklich sehr entspannt unterwegs. Komischerweise war ich äußerst entspannt unterwegs, weil man rechnet ja gar nicht mehr damit, dass man überhaupt noch Ponys findet. Und deshalb habe ich gedacht, naja, gehst ein bisschen spazieren und guckst mal, was die Leute so auspacken. Und dann bin ich an einen Stand gekommen. Die Dame hatte gerade irgendwie ihre Taschen ausgepackt. Und dann habe ich zeige es euch, Augenblick, zeige euch erstmal, was ich zuerst gesehen habe. Und zwar habe ich das als erstes gesehen. Und ihr wisst ja, PlayStation 1, also ich sammle PlayStation 1 nicht, aber Thorsten sammelt die PlayStation 1 Spiele. Dann habe ich direkt gefragt, was die Dame dafür haben möchte. Und sie meinte dann 1 Euro. Da habe ich gedacht, okay, hatte aus dem Augenwinkel schon gesehen, dass in dem Karton oder in der Tasche, ich bin mir nicht mehr sicher, auch eine PlayStation-Konsole stand. Und dann dachte ich, naja gut, bei 1 Euro fragst du mal, was die Konsole kostet. Ja, 5 Euro. Dann habe ich gedacht, okay, ja, mit dem Spiel zusammen geben Sie mir 5 Euro. Dann dachte ich, okay, gut, kannst du ja mal mitnehmen. Und dann habe ich das getan und dann holte sie diese Sachen da raus. Hier ist irgendwie so ein SCART-Anschluss, der war auch noch dabei. Dann waren hier zwei Controller. Wohlgemerkt, die sind in einem echt fantastischen Zustand. Und dann, uch, da geht sie schon auf. Die Konsole, gut, da sind jetzt ein paar Louis-Haare drauf, aber schaut euch mal diese Konsole an. Überhaupt nicht vergilbt. Die sieht super fantastisch aus und sie funktioniert auch. Das habe ich eben schon ausprobiert, auch mit den Louis-Haaren drauf. Ja, funktioniert alles. Sieht sehr gepflegt aus. Ja, dann war da natürlich auch noch hier dieses Netzteil dabei. Und als ich das dann zu Hause rausgeholt habe, steckte dann hinten noch diese Memory-Karte drin. Ja, ihr hättet die auch nicht liegen gelassen, glaube ich, deshalb, ja, genau, das habe ich einmal gefunden und für 5 Euro ist das auf jeden Fall super, ich weiß zwar noch nicht, was ich damit mache, aber egal, ich finde schon irgendwas, was ich damit machen kann, so, dann bin ich auf einen anderen Flohmarkt, ich bin auf diesem Flohmarkt bestimmt 20 Runden oder so gelaufen. Und auf dem anderen Flohmarkt habe ich auch einige der Leute, die auf dem ersten Flohmarkt rumliefen, getroffen, beziehungsweise die liefen dann da auch rum, weil heute am Feiertag ist nicht so viel. Es sind keine Dorfflohmärkte und deshalb, wenn man ein Flohmarktgänger ist und das wirklich sehr gerne macht und auch versucht, immer wenn welche stattfinden, dorthin zu gehen, dann sieht man sich auch öfters auf diesen Flohmärkten. Zweiter Flohmarkt. Ich bin seit einigen Wochen Besitzerin einer PlayStation 2 Konsole. Wie das dazu gekommen ist, das werdet ihr in irgendeinem der kommenden Flohmarkt-Videos noch sehen. Da seht ihr den Kauf dieser PlayStation 2 Konsole mit ein paar SingStar-Spielen. Und das war das Paket hier. Ne, so ein SingStar, da waren hier auch diese Mikros dabei. Das Problem war, bei dieser PlayStation 2 Slim, da war ein Controller dabei, aber dieser Controller war kein Original-Controller und der war total klebrig. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Plastik passiert ist. Auf jeden Fall war der super, super eklig klebrig und ich habe auch gar nicht versucht, den sauber zu machen, sondern ich habe ihn weggeworfen und habe mich dann in den letzten Wochen auf Flohmärkten immer mal umgesehen, ob es irgendwo Controller oder zumindest einen Controller für die Konsole gibt, für die zwei. Aber immer vergeblich. Also entweder gab es die Konsole nur so oder die wollten die Konsole nur mit ihren Controllern verkaufen oder es gab einfach keine. Also man findet ja alle möglichen Konsolen und auch Controller. Meistens komischerweise finde ich das für die N64 oder diese No-Name N64-Dinger, wie auch immer, egal. Heute war ich auf dem Flohmarkt und da hatte ich das Glück, da waren zwei Jungs, die haben auch ein paar PS4, PS3 und PS2-Spiele verkauft und hatten verschiedene Controller. Und da habe ich dann diese beiden
diese beiden Bluetooth-Controller gekauft. Ja, ich weiß, es sind keine Original-Controller. Ich habe den Namen der Firma schon wieder vergessen. Irgendwas mit Fun, bla bla bla. Aber ihr wisst das bestimmt. Egal. Das kommt an die Konsole dran. Ja. Er wollte 20 Euro für die beiden haben. Für 15 habe ich es dann mitgenommen. Und ich glaube, das ist okay. Ich habe mal bei eBay geguckt. Die sind, glaube ich, gar nicht so günstig, obwohl es halt keine Original-Controller sind. Aber wegen dem Bluetooth. Ich glaube, dass die PlayStation 2 damals nur mit Controller mit Kabeln herausgekommen ist. Und deshalb, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das sehr cool. Und das bedeutet für dich, liebste Carla, demnächst machen wir unsere Singster-Abende, weil ich habe, glaube ich, schon mindestens 10 Singster-Spiele zusammen. Ich habe auch ein Britney-Singster, also du weißt. Gut. So, auf diesem Flohmarkt habe ich noch was anderes gekauft und zwar auch bei einem Händler. Das war kein richtiger Händler, sondern eher wie so ein Entrümpler, aber ein sehr cooler Mann. Und der hatte heute ganz viele verschiedene Gummifiguren. Und da habe ich zum Beispiel von den Looney Tunes Marvin das Marsmännchen gefunden. Ja, hat einen ziemlich schweren Kopf. Ja. Sieht aber irgendwie niedlich aus. Das habe ich gefunden, mitgenommen. Und dann einmal eine Bully-Figur, und zwar der Goofy als Boxer in einer sehr schönen Position und mit einem sehr schönen Hemd. Und dann habe ich noch Ernie von der Sesamstraße. Genau. Diese drei Figuren, die darauf darf der Thorsten sich freuen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, kriegst du die. Natürlich auch dieses PlayStation 1 Spiel. Wegen der Konsole müssen wir noch mal gucken, was wir damit machen. Ich habe keine Ahnung, aber egal. Erstmal ist sie hier. Vielleicht kannst du die auch upgraden. Ich weiß es nicht. So, das war das kurze Video. Danke, dass ihr zugesehen habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.